Okay, dann muss ich mal gucken. Gefühlt haben wir ziemlich viel Krempel dabei, aber ich glaube, den brauchen wir auch alles. Jawohl, das Konstruktionswerkzeug brauchen wir nicht. Das kann eigentlich hier bleiben, streng genommen. Und dann können wir uns die Schubkanone hier mal auf die 3 legen. Und das Messer. Oder das Messer hier, Schubkanone dann bei Bedarf. Und dann würde ich sagen, fahren wir nochmal rüber zur Aurora. Ich meine, es ist ja wieder Nacht. Perfekt, um dahin zu fahren. Ich glaube, Richtung Osten war das. Genau, wir müssen zu diesem Wrack hier. Da müssen wir hin. Das ist also eher so Richtung Nordosten gehalten. Denn da war ja auch recht flaches Gewässer. Da sollte kein Reaper sein. So auf dem Weg, den wir zurückgefahren sind. Den würde ich jetzt versuchen, wieder zu rekonstruieren. Ob das klappt, keine Ahnung. Aber die Richtung hier stimmt schon mal einigermaßen. Halt, dass wir einmal diesem Wrack vorbei müssen. Also von dem Aurora-Wrack. Gut, das sind ja alles Aurora-Wracks. Ja, so ein Helm hat schon Vorteile. Wenn man unterwegs ist. Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Schreck mich doch nicht so. Muss doch nicht sein. Lasst mich in Ruhe. Ich tue euch doch nichts. Eieieiei. Ich sehe so lecker aus. Ja, in meiner Blechdose, ne? Freuen sich dann immer alle so. Oh, Essen in Dosen. Ja, haben wir ja schon bei den ganzen Rettungskapseln ja gesehen, die alle aufgefuttert und gebrochen sind, ne? Jam, 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 jam. Ja, einige haben den Dosenöffner bei. Leider. Leider sind ja einige mit Dosenöffner. Oh Mann. So, ein bisschen noch. Auftauchen und es wird wieder Tag, das ist schön. Ja, und da kommt man rein. Perfekt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hab, ne? Ich dachte, so einfach kommt man hier hin. Man muss nur wissen, wie es geht. So, und was ich auch gerne mal machen möchte, ist einfach mal speichern. Einfach ist doch langweilig, ja. Einfach ist langweilig, aber das macht nichts. Denn auch langweilig kann ja mal funktionieren. Okay, du siehst richtig viel, seit der Filter weg ist. Das ist doch gut. Ich glaube, meine Gedanken waren am Anfang, oh, sieht eigentlich ziemlich cool aus damit. Aber war dann doch zu dunkel. Schade. Aber macht ja nichts. Deswegen, ne, bei sowas einfach immer sagen, dann kann man gucken, ob man das Problem beheben kann oder nicht. Bei Deus Ex konnte ich es leider nicht beheben. Ich glaube, da war halt auch das Problem, dass die Helligkeitseinstellungen dort einfach
nur meinen Bildschirm heller gemacht hat, was euch nicht so viel bringt. Und wie gesagt, die Helligkeitseinstellung in OBS ist halt schwierig. Da habe ich ja auch eher schlechte Erfahrungen gemacht und gut, im Livestream kann man halt schlecht nachbearbeiten dann. Das ist ja nun mal leider so. So. Aber eigentlich geht das hier auch ohne. Na, mit Licht ist, glaube ich, besser. Okay, Frachtraum 3. Versuchen wir nochmal unser Glück. Schubkanonenfragment. Aber gut, wir wissen, warum sie es da hinlegen, das Schubkanonenfragment. Ich habe sie ja auch erst beim letzten Mal hier dann freigeschaltet. So, dann brauchen wir die Schubkanone mal auf die 4. Ja. Ich finde es schön, wie diese Systeme erstmal oder diese Geräte erstmal so ausprobiert. So, und wie funktioniert das jetzt? Okay. Kommt man da jetzt schon durch? Nö. Das war schon witzig. Hui! Wahrscheinlich werde ich sterben, indem ich mich mit so einer Kiste einfach erschlage. Ich sehe es schon kommen. Danke, China, danke! Ah, das geht runter wie Öl. Okay, wir müssen Code eingeben. Den muss ich aber nochmal nach... schlagen. Oh, was hatten wir denn hier? Oh, was hatten wir denn hier? Ich bin gerade so ein bisschen... Oh Gott, wo war das denn abgespeichert? Oh, ich hatte den vorgelesen, den Code. Den hatte ich vorgelesen. Aber fragt mich nicht mehr wo. Aus Gens definitiv nicht. Überlebende der Aurora muss es ja gewesen sein. Für Codes gibt es eine eigene Kategorie. Codes und Hinweise. 1454. Okay. Ah, okay, so funktioniert das. 1454. Ah. Interessant. Schreibtisch. Und hier ist tatsächlich so ein richtig schöner kleiner Lagerraum. So, ich glaube, Licht ist doch besser für euch. Versorgungskiste. Ein Nährstoffblock. Ja, cool. Das nehmen wir doch gerne mit. Und ansonsten... Ja, ich vergesse hier schon wieder Fotos zu machen. Ne? Ich muss noch mal eben kurz hochlaufen. Einmal so ein Foto. Und ein zurückgelassener PDA. Integrating new PDA data. Ah, China, ich gehe hier richtig gemästet raus. Transgov-Profil Altera-Gesellschaft. Einer der größten Anbieter von Raumfahrttechnik und Unterhaltungselektronik in der Föderation. Der offizielle Lieferant der TSF, dauerhaft unter den besten Arbeitgebern der Galaxis, begann als Hersteller von Verteidigungstechnik in der Mitte des 22. Jahrhunderts. Nationales Motto. Kohlensäure kommt gerade wieder. Bekomme, was du verdienst. Obwohl die meisten Transgovs ihre Wurzeln bis zur Erde zurückverfolgen können, ist Altera, buchstäblich von der Erde, das einzige, das es wagt, diesen Namen zu verwenden. Während der Expansion lieferte Altera Waffen an alle Seiten, erwarb und beherbergte eine gewaltige koloniale Arbeiterschaft und schaffte damit den Wandel vom Hersteller zum Staat. Alteras Drohung, den Handel einzustellen, war einer der Wendepunkte im Konflikt und führte zum Ende der Feindseligkeiten und der Unterzeichnung der Charta.
Charta. Freies Unternehmertum im Alterra-Territorium wird gefördert, aber die Konkurrenz ist hart und alle Waren, die exportiert werden, müssen das Alterra-Warenzeichen besitzen. Gewinnbringende Geschäfte werden vom Staat aufgekauft, deren Besitzer steigen in den Vorstand auf. Bekannte Alterra-Technik wie das Zyklop-Tauchboot stammt von einem solchen privaten Unternehmen. Trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten mit nationalen Regierungen haben die Anwälte des Unternehmens stets behauptet, dass es keine gesetzliche Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern habe, sondern freiwillig beschließt, die Rollen zu übernehmen, die normalerweise von einer demokratisch gewählten Regierung bedient werden. Dieser Anspruch wurde noch nicht von der Föderation, Föderationsgerichten geprüft. Ich habe schon 3 Millionen Schulden. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Schulden. So. Knips. Habe ich so viel weggelaufen, jetzt ist das Bild bestimmt total verwackelt. So, dann schauen wir mal hier runter. Da oben war ja nichts, meine ich. Wasser. Ein Nährstoffblock. Oh, wir werden hier richtig dick. Ja dann. Für Wasser sind wir gewappnet. Haben wir vielleicht noch irgendwas Schönes? Aua. Aua. Geh weg. Geh weg. Ah, muss ich mir abschneiden. Okay. Unschön. Benutzen. Und essen wir auch mal wieder ganz gut. Hier wäre es mir so ein gepökelt. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Mann. Oh. Weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich bin. Richtung Antriebsraum, okay? The drive core shielding sustained internal damage during collision. Do not attempt repair without appropriate qualifications. Keine Reparatur ohne passende Qualifikation. Ja, wir wissen ja nicht mal, was unser Charakter hier überhaupt gemacht hat an Bord. Wir sind ja wirklich ein unbeschriebenes Blatt, muss man ja echt sagen. Oh, schick. Leiter benutzen. Was haben wir denn hier Schönes? Warning, local radiation. At maximum tolerable level. Zyklop-Maschinen-Effizienzmodul. Nehme ich mit. Ein Leck. Antriebskern-Hüllenbruch. Der Antriebskern der Aurora wird von einer dicken Ummantelung aus Metall geschützt, die kurz nach dem Aufschlag an vielen Stellen durchgebrochen ist. Dadurch tritt weiterhin Strahlung in die umgebende Umwelt aus, bis die Brüche versiegelt sind. Danach wird die Strahlung in der Umwelt mit der Zeit abnehmen. Diese Prozedur sollte nur mit ausreichendem Strahlenschutz und einem vollständig geladenen Reparaturwerkzeug in Angriff genommen werden. Okay. Hallo Mokai und tschüss Mokai, schön, dass du da warst. Brav reparieren und nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Wir werden es mal sehen. Erstmal muss ich mein Reparaturwerkzeug im Inventar wiederfinden. Reparaturwerkzeug. Sehr gut. Containment breach repaired. Further breaches detected. 10 Lecks. Na dann. Containment breach repaired. Further breaches detected. Aber ich finde es gut, dass sie einem sagen, wie viele Lecks man hier finden so muss. Das zeigt einem dann, was man hier noch alles zu schaffen hat. Containment breach repaired. Further breaches detected. So, da haben wir noch eins. Ah, da sind wieder diese Mistviecher. Die sind echt ätzend. Die mag ich nicht. Jetzt schon nicht. Oh, geh weg.
Ich hoffe, die spawnen nicht nach. Die Viecher. Das sieht sehr nach einem Leck aus hier. Na, muss noch richtig ran. Containment breach repaired. Further breaches detected. Da sind noch welche. Vier. Man merkt gerade richtig schön, wie schnell oder wie lange der Sauerstoff reicht. Kann man gegen die irgendwas machen? Die sind ja richtig nervig. Wahrscheinlich sollen sie das auch sein. Na. Containment breach repaired. Further breaches detected. So, vier noch. Danach noch drei. Containment breach repaired. Further breaches detected. Aber auch hier gerade wieder so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich schwimme mir gerade hilflos von links nach rechts. Ich glaube, auf den hier war ich noch nicht, oder? Könnte aber die Leiter sein. Oh, okay. Keine Kletteranimation. Auch hier, no signal. Oder sind das die, wo wir vorhin waren? Das ist, glaube ich, die, wo wir vorhin waren. Ich würde ja hier nochmal eben die andere Seite oben probieren. Ja, gucken wir uns alles noch an. Erstmal machen wir die Lex heile und willkommen Dead Rider 390. Schönen guten Tag. Springen muss man dafür können. Ah, das wird ja lustig. Ui. So. No Signal. Hat sich gar nicht gelohnt, darüber zu springen. Hier wartet nochmal Feuer. Ob das dann dahinter ist. Nee, das Modul habe ich schon. Aber man kann ja gucken, ob hier hinter vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Wobei ich mit dem Feuerlöscher eigentlich auch ein bisschen sparsam sein will. Aber die Neugier siegt. Die Neugier siegt. Aua. Und das Feuer siegt gegen die Neugier. Nee, da ist nix. Schade. Oder? Nix zu scannen? Okay, China meint gerade, was meinst du? Man kann dann den Strahlanzug dann weglassen. Cool. Die Strahlung nimmt aber nur sehr langsam ab. Aber wenn man dann irgendwann auch die Aurora ohne Strahlenschutzanzug besuchen kann, das ist es doch durchaus wert. Wie viel haben wir denn noch? Drei, glaube ich. Drei Lecks noch. Da blitzert's. Da glitzert's. Nee, eins noch. Da. Sehr schön. Oh, und ich muss unbedingt wieder essen und trinken. Eine Errungenschaft. Gau verhindert. Cool. Das hört man doch gerne. Von Nährstoffblock lohnt sich noch nicht so. Ich muss hier, glaube ich, mal das Medikit benutzen. Oder ich esse den Nährstoffblock und dann heilen wir ja sowieso wieder, glaube ich. Oder muss ich dafür auch voll gewässert sein? Ich habe nur kaum noch Wasser. Ha. Nochmal ein Feuerlöscher, dann ist ja alles gut. Hat sich das Feuer hier wieder ausgebreitet? Schweinerei. Sparsam löscht zweimal oder so. Ja, ich dachte, das bleibt dann so. Aber gut, interessant zu wissen, dass sich das hier auch wieder ausbreitet. Finde ich eigentlich ganz gut.